Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen. Ja, mein Name ist Marc Becks. Ich bin CFO der Masterflex SE aus Gelsenkirchen. Der Grund, warum wir heute sprechen, das sind die Zahlen, die Jahreszahlen 2021. Und hier kommen sie. Umsatz 79,1 Millionen, das ist eine Steigerung von 10%. Das operative Ergebnis 5,8 Millionen. Und das nach 3,2 Millionen, also ein ordentlicher Schluck aus der Pulle nach oben. Konzernergebnis sogar vervierfacht. Das heißt, sie konnten mit Covid, mit Lieferketten und mit Preissteigerungen recht gut umgehen. Was waren denn die entscheidenden Stellschrauben, Herr Becks? Sie haben das eigentlich schon gut angesprochen. Ich denke, auf der Umsatzseite waren die zyklischen Industrien im Jahre 2021 diejenigen, die unser Wachstum vorangetrieben haben. Das waren also Automobilindustrie, Maschinenbau und alles, was damit zusammenhängt. Insofern war das sehr positiv. Wir sind eigentlich querbeet über alle Gesellschaften, auch fast über alle Branchen gewachsen. Kostenmäßig haben Sie auch recht, konnten wir sozusagen das Thema Rohstoffpreiserhöhung und Preiserhöhung im Markt relativ ordentlich auffangen. Und das ist natürlich ein Thema, was uns ziemlich schnell eingeholt und dann manchmal auch überholt hat. Darauf müssen wir ja reagieren und die Märkte sind da dramatisch ja geworden im letzten Jahr und es geht dieses Jahr auch so weiter. Aber wir haben da relativ schnell darauf reagiert und durch den hohen Anteil Projektgeschäft, den wir haben, können wir da auch relativ schnell dieses Thema auch in unsere Absatzmärkte umsetzen. Natürlich hilft uns auch das Back-to-Double-Digit-Programm, was wir schon in 2019 angefangen haben, was man dann sozusagen im Corona-Jahr 2020 noch nicht so vollends sehen konnte, obwohl wir da schon viel getan hatten. Aber jetzt, glaube ich, 2021 schon ganz gut sichtbar sind, dass wir da auch einen Ergebnissprung gemacht haben. Auch wenn wir uns mit dem letzten normalen Jahr 2019 vergleichen, stehen wir einfach jetzt besser da. Man sieht das dann auch an den Verschuldungszahlen, dass wir auch beim Verschuldungsgrad deutlich runtergegangen sind, als auch bei der Nettoverschuldung. Also überall eigentlich durchaus sehr positive Entwicklung für uns. Das haben Sie Back to Double Digit schon angesprochen. Das heißt, mein Wortspiel wird vermutlich zünden. Die Marge bei 7,3%, deutlich besser als im Vorjahr, aber eben noch nicht zweistellig. Wann wird sie denn zweistellig? Ja, wir denken und hoffen 2022. Das war auch unser avisiertes Ziel. Wenn ich nochmal so zurückkomme auf 2021, wir haben es eigentlich, wenn man die Summe von 13 Gesellschaften sieht, schon erreicht. Insofern der einzige Sektor, wo wir noch deutlich auch hinten dran sind, ist die Luftfahrtindustrie. Da hat uns Corona wirklich so ein bisschen überfahren. Aber auch da arbeiten wir dran, dass wir sozusagen hier aus der Krise rauskommen. Das, was uns sehr positiv stimmt, ist, dass wir da einen sehr, sehr guten Auftragseingang haben. Entgegen der Erwartung, die wir eigentlich durch Corona und durch Airbus und auch die Luftfahrtindustrie induziert bekommen haben, hat sich das sehr, sehr schnell erholt dort. Und insofern werden für uns die Treiber in 2022 sein, A, die Luftfahrtindustrie wieder in die Gewinnzone zu führen und zweitens auch in der Medizintechnik weiter stark zu wachsen, weil auch die war in 2021 nicht mit starkem Wachstum gekennzeichnet, weil viele Operationen verschoben wurden. Das waren ja auch so die Folgen von Corona. Also insofern sind wir Stand jetzt sehr positiv, dass wir 2022 die zweistellige EBIT-Marge erreichen. Luft- und Raumfahrt, Sie hatten es angesprochen. Wenn ich es richtig verstehe, haben Sie da ein Kapazitätsproblem? Sonst wäre ja noch mehr zu machen gewesen. Es wäre tatsächlich mehr zu machen gewesen. So 2 bis 3 Millionen Umsatz hätten wir mehr machen können. Wir haben ja tatsächlich ein Kapazitätsproblem, weil wir 2 Standorte zusammengelegt haben. Denn wir hatten in dem einen Hauptstandort der Muttergesellschaft in Norderstedt, das ist bei Hamburg, Kurzarbeit in 2020 so von 50-60% und bei einem zweiten Standort in Tschechien auch. Und haben wir gesagt, na komm, dann legen wir die Standorte zusammen. War eh schon so ein bisschen perspektivisch so angedacht. Dann kam ein sehr hoher Auftragseingang für uns auch unvermutet und ungeplant auf uns zu. Und wir haben in Hamburg keine Leute bekommen. Das fühlt sich so ein bisschen an, was Sie aus vielleicht Restaurants, Hotelketten und so weiter kennen. Wir haben keine Leute mehr bekommen. Das heißt, hätten wir 10 bis 15 Leute mehr gehabt, hätten wir sicherlich noch 2-3 Millionen mehr Umsatz gemacht, dann wären wir über 2019 gewesen. Und vor allem wären wir dann sehr nah an der zweistelligen EBIT-Marge schon in 2021 gewesen. Aber wir haben ja 22 gesagt und der Herausforderung stellen wir uns jetzt auch. Auch Medizin hatten Sie kurz angesprochen. Ich habe das so verstanden, der Bereich Medizin steht für hohe Margen, aber jetzt nicht mehr für ganz so hohe Nachfrage. Wie kommt das? Sie haben gesagt, Operation verschoben. Können Sie das kurz mal skizzieren? Ja, das Thema ist in der Medizintechnik
Und es ist ja auch ein sehr breites Feld von Anwendungen. Und durch die Corona-Krise waren die Krankenhäuser ja sehr stark ausgelastet und viele, ja, medizinische Wahlleistungen, ob das jetzt Schönheitsoperationen und so weiter sind, die wurden verschoben oder hat man gar nicht gemacht. Da haben wir gerade im Jahr 2021 ein bisschen drunter gelitten. Also wir waren immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber wir haben dort kein Wachstum mehr gezeigt an der Stelle. Haben, aber der Auftragseingang ist jetzt so in den letzten Monaten letzten Jahres, in den ersten Monaten diesen Jahres wieder angezogen. Das heißt, wir erwarten ja schon, dass in 2022 und 2023 hier Aufholeffekte kommen bei insbesondere diesen medizinischen Wahlleistungen. Man sieht es ja auch bei anderen Unternehmen, auch in der Medizintechnik, dass die auch nicht so souveränes 2020 oder 2021 hingelegt haben. Insofern, Medizintechnik ist schon immer sehr unterschiedlich. Kommt immer darauf an, wo man reinliefert, wo gerade die Nachfrage ist. Schönheitsoperationen wurden geschoben. Wie gut, dass wir nach wie vor Masken tragen. Ihr Kerngeschäft Automobil- und Maschinenbau, wie hat sich da die Auftragslage entwickelt? Also da sind wir stark gewachsen. Also das war schon unser Wachstumstreiber. Wobei ich sagen muss, dass Automobil jetzt nicht unbedingt unser Kerngeschäft ist. So ins Auto hinein liefern wir gar nicht so viel. Das sind nur ein paar Prozentpunkte. Aber klar, gerade in Deutschland, Europa treibt die Automobilindustrie auch viele weitere Industrien, ob das Robotik, Maschinenbau und so weiter sind. Insofern ist das für uns schon so ein Indikator, wenn die Automobilindustrie Schnupfen hat, dann husten auch viele andere Industrien. Insofern, da sind wir gewachsen. Das ist auch unser Treiber für unser 10% Wachstum. Wir sind auch sehr stark in den Bereich Halbleiterindustrie gewachsen. Da sind wir auch reingegangen. ASML ist hier ein großer Kunde, dieses holländische Unternehmen, die ja quasi Weltmarktführer sind für solche Anlagen, die in der Halbleiterindustrie genutzt werden. Insofern, da haben wir auch aus eigener Kraft sozusagen nicht nur konjunkturbedingt, sondern auch durch gezielte Vertriebsarbeit unseren Umsatz gestärkt. Was für eine Rolle spielt denn der Ukraine-Krieg für Sie? Das hat ja mehrere Dimensionen. Die kurze Antwort, die wirtschaftliche, sehr, sehr gering. Bedeutet, wir machen weder mit Russland noch mit der Ukraine viel Umsatz. Das ist also, das atmen wir weg. Das sind wenige 100.000 Euro, vielleicht 200.000, 300.000 Euro, die wir mit Russland Umsatz machen. Und jetzt kommt dann der Moment, wo Sie sagen, im zweiten Go, da müssen wir dann doch tief Luft holen. Das atmen wir nicht so ganz leicht weg. Naja, nicht ganz. Wir sind auch rohstoffseitig nicht drauf angewiesen. Was uns aber schon Sorge macht, neben jetzt sagen wir all dem menschlichen Leid, aber ich glaube, das geht jedem so, ist natürlich das, wenn wir hier in eine Energiekrise reinrutschen, in eine Gaskrise reinrutschen und wenn der BASF-Chef sagt, und wir kaufen da stark ein, und BASF ist momentan auch schon jemand, der mit der Rohstoffknappheit zu kämpfen hat. Das kriegen wir ja logischerweise auch mit und andere Rohstofflieferanten auch. Und wenn die sagen, ja, dann müssen wir unser Werk in Ludwigshafen schließen, wie auch immer. Also das macht uns natürlich dann ganz große Sorgen an der Stelle, auch wenn es momentan, aber das ist ja auch nur so eine Tagesnachricht, offensichtlich mit den Gaslieferungen, zumindest jetzt nicht zum Lieferstopp ab dem morgigen Freitag kommt. Aber das ist natürlich ein Thema Energieversorgung, Energiesicherheit, was die chemische Industrie stark betrifft. Und ohne chemische Industrie leiden halt viele andere Industrien auch. Und da ist natürlich bei uns die Sorge schon groß. Ich glaube, zu dem ganzen menschlichen Leid und dem politischen ist auch gar nicht hier das Forum da, sich groß drüber auszulassen. Eine Dividende zahlen Sie in Höhe von 12 Cent. Das klingt jetzt erstmal nicht so sonderlich viel, aber im Vergleich zu den 8 Cent zum Vorjahr ist es eine ordentliche Steigerung um eben 50%. Was ist das für ein Signal? Wir hoffen ein positives. Wir hoffen, dass wir die Aktionäre da mitnehmen, bezogen auf den jetzigen Börsenkurs. Das ist ja immerhin schon mal eine Dividendenrendite von knapp 2%. Also Staatsanleihen kriegt man das nicht. Aber klar ist, wir sind jetzt kein großer Dividendenwert, der einfach sagt, 30 oder 50% des Konzernergebnisses nehmen wir als Dividende oder zahlen wir als Dividende. Aber immerhin ist das, glaube ich, ein Signal, dass wir so finanzstark sind. Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, Verschuldungsgrad ist deutlich besser geworden über die letzten 3 Jahre, dass wir einfach finanzstärker geworden sind, dass wir auch den Aktionären was zurückgeben wollen, ist, glaube ich, in alle Richtungen ein positives Signal für die Arbeit auch der letzten 2, 3 Jahre. Das erste Quartal ist rum am 31. März. Wie ist es denn gelaufen?
Also wir haben natürlich noch keinen Quartalsabschluss heute, was ich soweit sagen kann, dass Aber wir Sie sind ja der umsatzseitig. Finanzvorstand, Sie haben, kennen ja Ja, die Zahlen. genau. Also was ich schon sagen kann, dass wir umsatzseitig gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Sprung machen werden. Und auch sehr positiv ist, dass auch unser Auftragsbestand gewachsen ist. Wir sozusagen der Auftragseingang auch in diesem Jahr über dem bisherigen Umsatz lag. Also insofern momentan eine Position der Stärke. Natürlich ist das Umsatzwachstum auch durch Preisanstiege getrieben, logischerweise insofern nicht ganz so vergleichbar mit den letzten Jahren. Aber insofern blicken wir auch optimistisch auf das Q1-Reporting. Also umsatzseitig sieht es schon mal zufriedenstellend aus. Inwieweit sich Rohstoffpreise versus unsere Preiserhöhungen so die Waage halten, austariert sind, das werden wir dann natürlich noch sehen, weil den Märzabschluss kenne ich logischerweise heute noch nicht. Insofern muss man auch sehen, wie wir das über das Jahr hinweg weiter austariert bekommen. Ich glaube, das wird eine der großen Herausforderungen sein. Aber umsatzseitig kann ich schon mal sagen, sehr guter Start ins Jahr. Aber dass die 100 Millionen am Ende des Jahres auf der Umsatzseite stehen, das wird dieses Jahr noch nichts. Das ist nach wie vor das Ziel. Das ist nach wie vor das Ziel für 2024. Insofern, das 2022 schon auszurufen, wäre jetzt stark vermessen. Klar, die Preiserhöhungen, die wir in den Markt durchsetzen, die helfen jetzt an der Stelle. Umgekehrt haben wir dafür natürlich auch die Mehrkosten bei den Rohstoffen. Also ich glaube, 22 wird das noch nicht passieren. Lassen wir es bei den 24 stehen und uns im Zweifel positiv überraschen, wenn es früher kommt. Mark Becks, der Finanzvorstand der Masterflex, danke fürs Interview. Gerne. Börsenradio Network AG.